So, und damit herzlich willkommen hier zum letzten Spiel NiP gegen Imaginary Gaming auf DE Dust 2 am zweiten Spieltag in der Star Series Season Nummer 5. Und NiP schon Big Hunters eingenommen. Faust trifft jetzt auf Major, der richtig schimmlig steht. First Pick bekommen und jetzt schieben auch die Mates nach. Freeberg wird da gleich auf ihm getroffen. Ne, Austriker wieder weggeschoben mit Bombe. Wird jetzt sehr wahrscheinlich einen A-Split geben. Und sie spekuliert dann auch auf lang, machen sie sehr gut. So, jetzt der Go über kurz. Mit ziemlich zügigem Gas. Ah, G-Shock, sie kommt da gut auf Spot. Oh nein, er checkt Goose-Egg nicht. Schön, Spot eingenommen, Headshot-Rampe stirbt auf, Freeback, Base, oh, tot alle, NiP verliert die Piste, sensational. So, das lässt auf ein spannendes Spiel hoffen, wobei das hat man schon oft gesagt bei NiP. Heißt der eigentlich Forest Dracula? Das ist echt ein Witz. So, B. Hat mit eingenommen. Uzi, Uzi, Uzi. Man sollte eine Waffe nach ihm bedennen. Oh, wait, gibt's ja schon. Sehr stark damit Bison lang gehalten. 2 zu 0 somit für die Franzosen. Scheint auch gut Bescheid zu wissen, was NiP da so in Anti-Ecos spielt. Kauft. What the fuck? Freeberg wird überrannt. Alter Falter. Direkt der Versuch vom Forrester, was klar zu machen mit Scout. Oh, Nades. Ach, ich liebe dieses Ragdoll. Dass die gleich noch einmal schön da in den Ecken und Kanten sich gemütlich machen. Es scheint wirklich so, als ob ein NiP hier für den Kauf bestraft wird. Schöner Molly. Ein Flick zwar jetzt noch bekommen. Aber die Bombe könnte echt so langsam, aber sicher mal echt gelegt werden. Hitze mal. Ey, Wahnsinn. Boah, aber 5 HP und 18 HP. Gehen auch safe jetzt. Gute Entscheidung. Schöner Molly auf jeden Fall. So, die Waffen werden sie wahrscheinlich sogar behalten. Da ist die Frage, ob der Lost NiP Druck weggenommen hat oder vielleicht sogar welchen hinzugefügt hat. Alla, wir haben uns einmal verloren, darf nie wieder vorkommen oder sowas. Man weiß es nicht. Nächste Woche wird man mehr erfahren. So, NiP. Entsprechend jetzt nochmal mit Eco. Major Mitte raus. Oh, das könnte gut aufgehen, wenn sie jetzt nicht kurz gehen. Oh, cut das unten einer. Oh, da hat keiner abgedeckt. What the fuck? Oh, Unterzahl sogar jetzt. Ey, nicht drei Runden. Schön. Wer ist denn Michel eigentlich? Striker, Major. Ist das MSHZ oder was? Ich glaube nämlich, es gibt die Regel, deswegen hat vorhin auch ein Spieler das angemerkt. Ich glaube, man muss so heißen, wie auf der
auf der Starladder-Seite. Kann mich aber auch täuschen. Aber ja, es müsste MSHZ sein. Hat vorhin ja schließlich auch schon ein bisschen AWP gespielt. So, netter Fail mit der Windows-Taste. Direkt mal blocken. Oh, da gibt es eine Flash für Shoxi. Oh, nochmal den Late Flash und noch eine. Kubusum komplett eingenommen. Schade. Auch relativ wenig Damage an Exist gemacht. Hätte sich da gut weggezogen. Schöne Flash von Nip. Boah, Shoxi schon durch die Smoke. Boah, Nip hat irgendwas in Mitte, glaube ich, gemacht oder Kurzzeit gehalten. Jetzt der Rest lang, da können sie jetzt einfach nur abflächen. Schöne Hedge von Uzi. Ah, Nip. Es hat nur noch Freeberg zwei Flächen. Sind aber schon zu zweit auf Spot. Freeberg macht sogar einen auf der Base. MSHZ verschießt da auch. Boah. Vielleicht die Chance. Wenn der Spot-Spieler. Schöne Arbe. Und Spot noch. Oh, du hast den Kopf doch gesehen. Oh, die Flash. Die Flash. Spring hoch. Mach ihn! Oh nein! X ist so stark. Oh Mann, ey. So gut die Runde fast noch gerettet. Das starke Arme dann am Ende nochmal von Michael von MSHZ. Ja, stimmt, die haben ja alle die Namen in ihrem Avatar. Wie weit ihr zurück seid, wie groß das Delay immer ist. So, nochmal die Langeinnahme. Boah. Nette Pose von Get Right da. Die Flashes haben fast nichts wirklich gegen ihn ausgerichtet. Oh, Smoke zu City Base. Mit raus, mal schauen, ob er Loch spottet. Oh, der Refrag. Ah, schade, sitzt da nicht. Jetzt muss der Off-Striker helfen. Oh, B sogar eingenommen. Oh, sie schiebt nach. Aber kein Equipment mehr. Ich meine, er muss jetzt die Info kommen, dass Tor zielen kann. Ach man, da darf sie nicht komplett mit Pre-Fire rum. Aber zu random dann. Oh, schöner Headshot von ihm. Aber halt gegen drei. Wird auch gebankt. Nip holt auf. Zwei Runden nun in Folge. Glaube, es liegt doch ein bisschen an OBS, dass der Delay so hoch ist. Weiß nicht. Natürlich auch ein bisschen an London. Naja. First Pick endlich mal wieder für EMG. Also Existence macht gerade ein hervorragendes Spiel. Auch schön gedacht von Shoxi, dass da einer Base nur ablenkt. Sind aber in der Tat zwei dort. Hat es auch mal so gut getimed. Das ist krass. Jetzt drückt man EMG jetzt quasi zu kurz. Get Right auch schon langsam am Einnehmen. Schiebt sogar zurück. Und mit Exist rein. Und alle Franzosen kurz. So, kann einen machen, ist jetzt bekannt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Immer, dass ich ihn so failen habe sehen. Und Freeberg macht sie dabei. Der drei Runden in Folge nun schon für die Schweden. Geldmäßig müsste es jetzt langsam mal nicht mehr so rosig aussehen. Die Runde reicht es allerdings noch.
Hoho, die Nades. Und habe gepickt von Shoxi. Kurz schon einer durch. Ozzy. Oh, wird abgedeckt von Fifflan. Eigentlich gar nicht so schlecht gedacht, aber... Wir sollten viel mehr zusammen machen jetzt. Lang vielleicht ein bisschen außer Acht lassen. Diese verzögerte Einnehmen war eigentlich ganz okay. Oh, Forest auch mit der Arbe. Perfekter Peak. Tja, und die vermeintliche Schwäche, die Nip am Anfang offenbart hat, ja, ist jetzt eigentlich keine Schwäche mehr. Man hat einfach überall die Frags, stehen hervorragend. Granaten kommen auch. Aber IMG macht es ihn auch gerade nicht so schwer. Oh, fast die 5. Runde. Ausgleich. Ich glaube, Franzosen jetzt am Sparen. Wie viele Flashes sie da alle haben. Das ist ja krass. Oh, gibt jetzt schöne Smoke. Nutzt die auch perfekt. So, man schiebt zurück über kurz. Dort steht viel Flammen. Er schießt. Kein Risiko ein, schiebt runter. Boah, Nip steht jetzt gar nicht mal so gut. Boah, wenn da jetzt ein Frag gefallen wäre. Boah, wussten die Mates. Schade, fällt zu spät. Ah, wäre aber frei. Lang ist man durch. Jetzt kommt man sogar an Waffen. Und sie mit Abe. Gar nicht so eine schlechte Ausgangslage jetzt für IMG. Wurde die Bombe vielleicht sogar zu lang gelegt? Muss ich mal kurz gucken. Ja, so halb. So defensiv zu bleiben. Macht das sehr schön. Eine Fläche gab es noch. Schön abgezielt von Uzi. Jetzt letzte auf Spot. Oh, komm schon, holen dir. Oh, Forest muss reloaden. Nice! Da holen sie echt eine Eco. Krass, das sieht man auch selten, dass Nip sich gegen eine Eco so schwer tut, beziehungsweise dann wirklich mal eine Runde verliert. Zwei gesehen. Boah, jetzt gibt es lang verzögerte Einnahme von Nip. Boah, geht gerade überhaupt nicht auf. Den dritten könnte man vielleicht erahnen. Jetzt einfach weg mit dem First Pick spielen. Katas wurde bisher wirklich noch gar nichts gemacht. Da könnte sich Freeback vielleicht auch mal mehr zutrauen. Forest übernimmt allein die Kontrolle wieder lang. Die IMG Richtung Mitte kurz. Ist aber nur ein Fake. Trotzdem. Freeberg am B. Oh, ich vielleicht sitzt nicht. Zwei kann er da machen. Oh, schöner Refrag von MSHZ. Gute Smoke, sogar die Überzeit für die. Franzosen, ich wollte gerade irgendwie Schweden sagen. Das sieht super aus. Forest noch Mitte oben, das werden sie nie im Leben versuchen, werden beide die AWP safen. Der Nip offenbart hier Schwächen. So schlecht ist die P2000 gar nicht. Ein bisschen stärker, also müsste sie ein bisschen, oder? Das heißt ein bisschen stärker. Vielleicht die Glock einfach ein bisschen schwächer. Weiß nicht. Problem ist, die
Also, im Laufen kannst du mit der P2000 halt nicht schießen. Mit der Glock schon. Das ist mir gleich ein bisschen unfair. So, wieder schnell lang. Boah, diesmal macht für Flander den ersten. Boah, nice! Also, Reflex sitzen. Das läuft doch jetzt mal wesentlich besser. Major unten. Mitte, ne, ist kurz offensiv. Also, Obacht geben. Timing könnte der Kurzspieler da sogar richtig viel Damage machen. Er hat sich zurückgezogen und wieder einer Katastrophe. Also jetzt mal perfekt gespielt von Friberg. Wenn er da wartet, hat er vielleicht den Spieler, der mit wieder reinkommt. Der wird jetzt eh erstmal auf keinen Spieler treffen. Doch am Loch steht einer. Boah, wie er perfekt pre-aimed. Jetzt müsst ihr gleich den Namen sehen. Katastrophe, glaube ich, gestorben jetzt. Oh, was ein Timing. Warum er da auch wegzählt. Irgendwas wurde dann anscheinend kommuniziert oder so. So, zwei noch auf A. Schön den Gaddy Flash. Man zieht es tatsächlich nochmal bei Lang auf. Also schöne Ansage von Ossi. Das könnte aufgehen. Das Problem ist nur die AWP bei Exist. Aber Exist keine Main, aber vielleicht kann man darauf spielen. Mal schauen, wie er das handelt. Ist blind. Macht den ersten. Oh, ich glaube, er macht alle. Oh, verschießt. Mate ist da. Schön von Oststriker. Jetzt fehlt aber der Druck vom Spot. Oststriker wartet sehr gut drauf, dass sein Mate rumzieht. Aber kurz kommt schon. Oh, da wollte Exist ihn gerade anschießen. Oh, nix macht es dann am Ende doch, so wie ich vorher gesagt hatte. Schade, die Entscheidung aber eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn der Spot eher da ist, Exist fällt, sieht es super aus, die Runde. Aber Nip kommt wieder ran, Anschluss. 5-6. Diesmal nicht direkt drin gewesen, also IMG lernt auch dazu. Sie bauen immer sehr schnell Mitte auf, das gefällt mir eigentlich. Nehmen wir mal früh kurz ein. Ach, schade. Weg. Oh, Mitte wird diesmal gedoppelt. Jetzt ist wieder eine super Posi. Und hört natürlich die Steps, kann es ansagen, dass sie B gehen. Schöne Flash, hat sogar einen Lauf gesehen. Oh, und dann kann es einfach reinhalten. Boah! Also MSHZ spielt eine hervorragende Abe. Oh, und dort wird... Nice! Richtig gut gespielt von Oststriker und er überlebt sogar auch. Ah, jetzt muss er... Wichtiger Frag von Major. Also hier fallen gerade nur wichtige Frags. Ossi im 1-2. Ah, schade, er ist vor B. Oh, er geht auf Gesicht und er macht Gesicht. Also der alte Mann kann ja noch was. Jetzt könnte er sogar safe legen. Ah, du schaffst es in ihm Leben hart zu gehen, oder? Ja, das hat er jetzt auch realisiert. Oh, 15 Sekunden, ich würde nicht so lange warten. Der alte Sack macht's. 7-5. Boah, ist sogar Score-Leader. Nice, Mann. Richtig gut. Dass er das noch holt, hätte ich nie im Leben gedacht. Aber Nip, heute nicht so krass Teamplay-technisch drauf, wie man es vielleicht von ihnen ja, so kennt. Man muss echt sein, MSHZ. Wunderschöner AWP. Trifft richtig geile Shots manchmal. So, für Flan hat er auch schon einen Hit bekommen. Gadget wieder in der Tonne. Auch interessant, dass... Ah, ne, ist gar nicht für Flan. Ja, V ist eben nämlich rein und Gadget wäre vorne an der Kiste, wäre vorne an der Tonne gestanden. Nein, oder? Oh, ein Mate ist da. Beide blind. Oder? Oh, perfekt geholfen von Gadget. Oh, und zack, kann sich eine Runde extrem schnell drehen.
Ach, aber zack, hat Nip mal kurz unter Kontrolle gebracht. Sah schlecht aus für Imaginary. Wieder der Anschluss. Schön ist nur her bisher. Was hast du? Seit langem mal wieder eine Eco. Eigentlich gute Flash-Kombo. Schade, dass er selbst blind ist. Forrest liebt da irgendwie das Loch. Oh, nett. Oh, da hat er wirklich lange gebraucht, um darauf zu aimen. Da wollte es wirklich safe machen. Mifflan hilft auch in die Mitte, übernimmt dort. Das ist Chipped A. Sie können sogar legen. Das sollte er schaffen. Oh, Headshot! Aber direkt wie er defensiv geht. Super gespielt einfach von ihm. Da überhaupt nicht mehr den TS die Chance zu geben, noch eine Waffe zu verlieren. Also dem TS die Chance zu geben, eine Waffe zu holen. So, letzte Runde der ersten Halbzeit. Nip blockt wieder kurz. Imaginary leider keine Nades. Aber gefällt mir, wie sie schnell agieren. Also sie lassen sich nicht auf dieses Gegammel ein. Sieht nach einem klassischen B-Split aus. Einbekommen oder was? Oh, Plateau. Nein! Tötet euch doch nicht selbst! Tötet die Gegner! Nein, geht doch nicht mit der Bombe da! Boah, er macht den Headshot! Krass! Legt jetzt Habesha. Boah, schöner Refill von Uzi. Oh, aber 1-on-1, 2 HP gegen 73. Was ein Ding! Alter Vater, was die geben! Richtig nice. 8-7, eine schöne Halbzeit. Seltener hat ein GH so zugetroffen. Oh, Mantis ist auch am Start. Das ist der echte. Ich nehme einmal an. So, Nip über Cutters. Get right Mitte oben. IMG Block kurz. Werden dann natürlich schnell hinterher, wenn es wirklich ein B-Split geben sollte. Oh, Major, die Pose gefällt. Vor allen Dingen ist er alleine. Oh, Timing ist sehr schön. Oh, er pusht. Boah, direkt nach dem ersten weggegangen. Schade, kriegt keinen Frick mehr. Oh, das wird bitter. Mitte oben fuckt sowieso noch einer ab. Boah. Oh, die sind alle blind gerade sind. WTF. Haben wir auch schon gelegt. Unterzahl. Jo, hinter dir. Ach, einfach. Einfach nipptastig, sowas. Da kann es Oststrike auch nicht mehr richten. 8-8, der Ausgleich. Schade, dass Major da reinpusht. Ich meine, wenn er einen noch macht, wäre es vielleicht noch ganz okay. Ha ha.
Mitte vielleicht muss es da gegeben haben. Kriegen wir auch den Frag. So, auch Get Right kriegen sie. Drei Waffen sogar von Nip abgenommen. Sieht man auch nicht alle Tage. So, ich bin vor allen Dingen gleich sehr auf die Arbeit von MSHZ gespannt. Sollte auf jeden Fall auf eine gehen. Flan scheint ja auch noch auf eine zu sparen. Schön von Nipp lang eingenommen. Dann werden da jetzt auch höchstwahrscheinlich durchgehen. Aber MG hat Flashes. Vielleicht gibt es jetzt einen kleinen langen Move. Wir haben es jetzt spottet und jetzt gibt es die Flashes. Könnte vielleicht aufgehen. Ah, schade, dass da schon einer stirbt. Ah, sterben leider alle. Na, gute Idee, aber Umsetzung mangelhaft. Die hätte ich jetzt sogar noch eigentlich gesaved. Na gut. So, habe. Jawohl. So, Duell gegen Fiflan. Geht er nicht ein? Also Fiflan. Er legt lieber lang an, da ist niemand. Oh, ein Shoxi. What? Shoxi mit hoch. Nein, mit Delpan Move macht leider nur einen. Delpan hätte alle gemacht. True Story. Oh, welcher Pushcutter ist? Nein, er wurde leider gesehen. Oh, jetzt aber einen gemacht. Oh, wie blind man sein kann. So, Nip noch kurz versammelt. Das heißt, er hat über den B kurz gedeckt. Oh, ein Ossi. Oh, pass doch kurz auf. Oh! Er wird nicht mal gehittet. Was ist denn da los, Bennip? Er kommt weg. Wo ist die Gegen... wo ist die Flash von lang? Wo ist die Support-Flash? Hallo? Alter, er kriegt auch keinen... Wo ist denn der Support, Mann? Boah, da würde ich mich sowas von aufregen. Also, wenn sie die Runde jetzt nicht holen, dann, Rage Quit. Oh, die... also komm. Ja, ich hätte Get Red ruhig mal töten können. Uzi kurz. Komm, Timing. Nice. Und jetzt nur für Flan. Der geht nochmal über lang. Hört Uzi das? Scheinbar nicht. Oh, ist gleich schon von. Oh, zum Glück hat er jetzt noch Fokus drauf. Duckt sich gut. Schön. Haha, schön ausgemoved. Perfekt gemacht. Nett auch gemacht, muss ich sagen. Ja, kann man machen, kann man machen. Imaginary also wieder mit der Anschlussrunde. Oh, diesmal Uzi an lang. Ist blind, sein Mate auch. Oh, einer stand am Container. Oh, exist mit One-Click. Shoxi will's drehen. Ein. Nur ein. Auf Striker gut B gepusht. Also nehmen schon gut Raum ein, muss man sagen, reagieren ganz gut drauf. Und Nip ist noch nicht auf A. Das gibt natürlich Imaginary Zeit, um wirklich schon kurz da zu sein. Das gibt ihnen jetzt auch den Ausgleich direkt. Ach man, Get Red, von Gerdy vielleicht blind geworden. Alle drei nach lang. Das ist eine gerade relativ solide Ausgangslage. Wenn dann der Spot gewesen wäre. Auf Striker vielleicht mit Joker. Ah, hat leider auf Burst geswitcht. Oder... Ach, Mann. Aber MSHZ hat die AW-Skills heute, um das vielleicht doch zu machen. One-on-one für Flan, sogar mit Low HP. Hat er ihn gesehen? Hat ihn gesehen? Nein. Beziehungsweise für Flan die Dünnigkeit der Smoke dann noch ausgenutzt.
11-9. Oh, B direkt angelegt, B gestorben. Jetzt noch eine Echo, sieht wirklich, sieht leider danach aus. Wobei. Ja, die könnten vielleicht auf Farmers gehen, aber ich glaube schon, dass sie eher das Spiel auf. Oh, da wird instant gekauft, was ist denn da los? Krass, die wollen ja echt keine Runde mehr abgeben. Respekt dafür, aber wenn sie die Runde verlieren, dann ist eigentlich so gut wie verloren das Spiel. Oh, gut auf die Smoke gewartet von Ostrak. Er wird doch allein am B gelassen. Zum Glück baut Nimp er A auf. So, lang wird verzögert eingenommen. Zu dritt diesmal. Aber Nimp macht das so klug. Sie warten quasi, dass die CTs einnehmen und dann flächen sie und dann gehen sie raus. Oh, ich finde das immer so riskant da durch die Smoke. Ja, das wird doch bestraft. Nimp ist da viel zu klug, viel zu gut am Pre-Aim. Von an der Kante! Oh, gut, dass die Reflex fallen. Gut, dass die Ava auch mal verschossen hat. So, ein A drauf. Oh, Headshot natürlich von Getright. Oh, Striker aber kurz. Oh, Mitte. Mach ihn. Nein. Ah, oh, jetzt so noch Schocks hier anlang. Oh, der hat kein Kit. Oh, der geht sogar nach B. What the fuck? Krass. Nämlich safe, man das dann noch runterspielen kann. Der hat noch eine Eco. Dann steht es 14-9. Oh, die Schüsse aber da auch punktgenau drüber gehen. Sauber. Solide B-Einnahmen von. Boah, aber Instant Retake! Oh, wie blind der T war. Boah, sogar zwei Frags. Ja, wissen leider auch. Oh, drei Frags. Boah, schade. Wenn er den Instant holt, kann das sogar machen. Aber Forrest ist da. Alter, da muss Ninja aber. Ne, muss Nip aber der Angstschweiß kurzzeitig runtergelaufen sein. So, jetzt. Oh, Doppel-AWP. Major und. MSHZ. Nimmt wieder lang ein. Oh, die pushen bitte. Ach, oh, aber mit Gas. Ohne Ende. Jo. Alter, was ein Push. What the fuck? Aber genauso liebe ich mir das. Genauso dreist muss man gegen Nip spielen. Kann man auch mal einen Nip nass machen. Oh, jetzt aber nicht dumm. Hinter dir bitte. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Nein. Nein. CBS. Oh, ist jetzt Posi bekannt. Oh, Ossi. Mann. Du spielst doch einfach Def. Dann hast du den Frick sicherer. Oh, nice. Starke Runde. Aber mit was hier für ein Speed da auch kurz vorgehen. Mal wieder B, wieder Aggro. Schocks leider kein Support. Ah, wenn er da blind wird. Ah, das wird er sehr wahrscheinlich, glaube ich, auch. Flash. Oh, hatte ich jetzt schon verraten. Und geht Def, okay. Ganz gut noch rausgespielt. Was?
Jetzt Major, was kann er noch machen? Vielleicht nochmal über B. Oh, eigentlich perfekter Weg. Oh, schade. Oh, nochmal schade. Und nochmal schade. 2-on-3. Draw-Möglichkeit für Nip. Aber schöne Ansage da in den B-Split gegen Doppel-AWP. Oder gegen AWPs. Fand ich richtig gut, dass es mit das Tor eingenommen. Ah, die AE tut zwar... Ne, die tut nicht mal weh. Uzi leider auch keine Chance. 15-10, letzte Runde eventuell. Ja, dann wahrscheinlich nur eventuell. Geld sieht leider nicht rosig aus bei den Franzosen. Boah, sieht nach einem B-Push aus. Noch nicht drin. Da haben da nur irgendwas geworfen. Schade, dass da schon einer kurz, glaube ich, gestorben ist. Oh, Schocks hier am A noch. Oh, leider mit Automatik. Ich glaube, mit Burst wird er da eher was umschießen. Ich finde die Automatik von der Pharma auch irgendwie lächerlich schlecht. Und das ist vorbei. 16-10. Trotzdem haben wir ein sehr schönes Spiel von Imaginary gesehen. Eine sehr schöne, sehr schöne Terrorhälfte. Hier einen sehr schönen Push als CT. Also lohnt sich auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Spiel zu übertragen. So.